Also das Wichtigste ist, dass du halt jeden Tag ganz kurz in den Account reinguckst, auch wenn die Zeit knapp ist. Und dann schaust du erstmal in der Spalte nach beim durchschnittlichen CPC, ob der im Vergleich zum Vortag gestiegen ist. Weil wenn der gestiegen ist, dann musst du handeln. Dann ist nämlich das passiert, dass jemand von unten gegen dich halt drückt, weil du hast ja selber am Account nichts gemacht. Und dann musst du halt in der Kampagne, wo es das halt ist, draufklicken, in die entsprechende Anzeigengruppe rein, bis halt runter zum Keyword, was sozusagen gerade ja, bekämpft wird, sag ich jetzt mal. Also diese Zeit musst du dir auf jeden Fall erstmal nehmen, um halt, sag ich mal, die schlimmsten Auswirkungen von denjenigen, die gegen dich kämpfen bei AdWords, halt zu minimieren. Von dem Operativen her, was du an der Kampagne verbessern kannst, würde ich als größten Hebel sehen, dass du dir den Suchanfragenbericht ziehst. Und in dem Suchanfragenbericht, der dir ja zeigt, wonach die Leute wirklich gesucht haben und welches deiner Keywords darauf angesprungen ist, dass du dir dann halt bei jedem dieser Keywords überlegst, ob du das als Negative Keyword hinzubuchst oder ob du es, wenn du es für relevant hältst, was du an den Leistungsdaten dann sehen kannst, oder ob du es eben hinzubuchst. Wenn du es hinzubuchst, in eckigen Klammern, also als exaktes Keyword und mit einem etwas höheren Gebot als das Broad- oder Phrase-gebuchte Keyword, auf das es angesprungen ist. Ich sag mal, wenn du diese beiden Dinge beherzigst, dann kann dir einerseits nichts Schlimmes passieren, dadurch, dass du halt schaust, dass der CPC gleich bleibt. Und durch den Suchanfragenbericht hast du auf jeden Fall, wenn du ansonsten am Konto nichts machen kannst, immer die Bewegung, dass die Klickrate besser wird. Und wenn die Klickrate besser wird, dann verbessert sich dein Anzeigenrang. Du kommst auf höhere Positionen und kriegst halt einfach mehr und günstigere Klicks. Also wenn du sonst nichts machen kannst, dann mach auf jeden Fall das. Und sei dir einfach klar, die Kampagne kann gar nicht anders, als sich in die richtige Richtung bewegen dadurch. Na, sie kann nicht schlechter werden, die kann dadurch nur besser werden.